Astrologie, die Königin der Wissenschaften, wie es früher mal hieß, eine Form von Geisteswissenschaft, die sozusagen alles früher zusammengefasst hat, Astrologie, Astronomie, Alchemie, Chemie und so weiter und so fort, bis später alles mal getrennt wurde. So, ich habe jetzt hier 2,5, fast 3 Stunden Vorbereitung hinter mir. Schon spät in der Nacht, ich probiere trotzdem noch was hinzubekommen zu dem heutigen Thema. Weltgesundheitsorganisation, ich bin gebeten worden aus meinem Follower- oder Klientenkreis, doch vielleicht dazu mal was zu bringen. Das ist allerdings schon 2, 3 Wochen her. Ich habe es einfach nicht geschafft, aber ich dachte mir, jetzt nimmst du das Thema mal vor. Vorweg ein paar Worte. Wenn ihr Themen habt, die mal besprochen werden sollten aus eurer Sicht, bitte unten in die Kommentare schreiben. Ich versuche mir immer das herauszunehmen, was vielleicht für die meisten Interessenten irgendwie wertvoll sein könnte. Und dann bereite ich mich vor und versuche da was zu machen. Also bitte unten reinschreiben, was euch interessieren würde als Themen. Dann, bevor ich jetzt anfange, das Horoskop zu besprechen oder bestimmte Zusammenhänge, noch der Hinweis natürlich, es gibt in Kürze wieder das nächste Neumond- bzw. Vollmond-Horoskop. Da gibt es ein öffentliches, das werde ich hier bei YouTube bringen, und immer ein internes, nur für meinen Newsletter-Kreis, also wer Interesse hat, sozusagen nochmal eine zweite Schicht als internes Video, da schicke ich immer meinen Newsletter-Beziehern zu erhalten. Der kann sich dann einfach bei meinem Newsletter anmelden, hier unten ist es. Über den Newsletter-Kreis gebe ich dann auch spezielle Angebote, die ich ab und zu bei Beratungen oder Seminaren habe, vor allen Dingen bei Beratungen, immer Spezialangebote raus. Da weise ich nur öffentlich kurz darauf hin, die konkreten Angebote gehen dann nur über den Newsletter raus. Ansonsten vielleicht noch der Hinweis auf den Telegram-Kanal, da gibt es mehrfach in der Woche Podcasts morgens. Nun aber zum Horoskop der Weltgesundheitsorganisation. Ich musste, nee, das war die UN-Charta, hier sind wir, WHO. Okay, also wie gesagt, ich habe nichts richtig gefunden dazu. Es gibt ein Datum der Inkrafttretung der Verfassung der WHO, eine Verfassung, ja, die haben eine Verfassung, die haben sich gegeben, so wie Menschen sich auch eine Verfassung geben könnten. Wir können uns jetzt zu 5 zusammensetzen und uns eine Verfassung, das heißt ein oberstes Gesetzeswerk oder Rechtswerk, uns selbst geben, wie wir leben möchten, an das wir uns halten müssen. Das wäre dann sozusagen wirklich unser freier Wille. Und so können auch irgendwelche Institutionen sich eine Verfassung geben. Ja? So wie die sogenannte BRD immer davon redet, eine Verfassung zu haben, die haben aber ein Grundgesetz. Einfach genau hinhören und recherchieren, ein Grundgesetz ist keine Verfassung. Da können uns erzählen, was sie wollen. So blöd sind wir nicht mehr. Und wenn sie 10-mal in den Talkshows immer wieder von der Verfassung reden, wer glaubt es noch, der einmal recherchiert hat, er ist immun gegen solche Framing, Täuschungen, Manipulationen und so weiter. Geht nicht mehr durch. Das ist wie eine Grippe, die man hinter sich hat. Okay, so, WHO in Krafttretung der Verfassung. Was habe ich gefunden? 7.4.1948 war die Inkrafttretung. Ich habe jetzt New York genommen und 0 Uhr. Das heißt, Tagesbeginn, Sonne steht, Spitze, viertes Haus. Ja. Was anderes habe ich nicht gefunden. Bei Astro.com kann auch sein, dass ich blind war. Ich habe alles Mögliche eingegeben. Astro.com, da finden wir eigentlich alles Mögliche. Aber ich habe weder die UNO noch die WHO irgendwelche irgendwie belastbaren Horoskope gefunden. Gar nichts dazu. Das macht mich natürlich schon wieder misstrauisch. Ne? Also muss man selber ein bisschen überlegen. Okay. Selbst wenn wir jetzt nicht genau sagen können, dass das in der Tat jetzt der Aszendent wäre, weil wir davon ausgehen nur, dass es New York ist, können wir doch immerhin Tagesqualität besprechen. Da machen wir jetzt einfach mal nur einen ganz kurzen Ausschnitt oder 2 Sachen besprechen wir vielleicht wichtigerweise. Den Sonnenstand bei 17.17. Aus der Sicht von Döberreiner ist das ein Gruppenschicksalspunkt, der da heißt, wie heißt er gleich? Es ist jedenfalls Mars-Uranus. Da ich nicht mehr genau die Formulierung im Kopf habe, will ich hier kein Halbwissen verbreiten. Mars-Uranus. Aus der Sicht der Heldenreisen Astrologie sind die mittleren 10 Grad Widder eine ganz spezielle, konkrete Phase. Eine Phase innerhalb einer Reiseetappe, innerhalb einer Entwicklungsstruktur. Nicht? Und in dieser Phase geht es darum, dass der Held auf seinem Weg mit Hindernissen und Hürden zu tun hat. Er ist in einem Gebiet unterwegs. In der Zeitqualität der Heldenreise ist mit inhaltlichen Aufgaben konfrontiert, die meist mit Hindernissen und Hürden zu tun hat. Ja? Er muss einen Raum ergreifen. Er ist auf dem Weg ins Unbekannte. Ja, er ist bei der Raumergreifung. Raumergreifung heißt immer, er geht nach vorne, er ergreift einen Raum offensiv oder aggressiv oder wie auch immer.
Und innerhalb dieses Prozesses der Raumangreifung, dieses Aufbruchs ins Unbekannte, gerät er in eine, wie soll ich sagen, in einen Bereich, wo sein Vorwärtsdrang gebremst wird. Und dann muss er mit Hindernissen und Hürden kämpfen. Er muss sich durchsetzen. Er muss gegen etwas, was als Hindernis oder Hürde auftaucht, und das ist in der Regel etwas, was den Raum bis dato besetzt hat, den er angreifen möchte. Ja? Und dort muss er durch. Ja? Hindernisse und Hürden. Also es ist natürlich ein bisschen irritierend, dass eine Weltgesundheitsorganisation mit einer Sonne im Widder auch noch in diesem mittleren Bereich auftaucht, wo es um Hindernisse und Hürden geht, eigentlich um Kampf und Konflikt. Fragt man sich ja, okay, was ist denn das für eine Weltgesundheitsorganisation? Echte Gesundheit muss man meiner Meinung nach nicht erkämpfen. Also wir haben ja alle einen Körper und haben schon mit Sachen zu tun gehabt. Der Körper ist so wunderbar, vollkommen ein göttliches Geschöpf. Der gesundet faktisch von selbst, wenn wir selber uns um Gleichgewicht und inneren Frieden bemühen. Da ist man bis ins hohe Alter einfach gesund. Da muss nichts rumgeprokelt werden an dieser göttlichen, perfekten Schöpfung mit irgendwelchen Sachen. Da muss auch nicht gegen etwas gekämpft werden. Also macht mich alles ein bisschen misstrauisch. So, aber die Sonne. So, bei den im Bereich hier mittleren Widder. Da geht es wirklich um Kampf und Auseinandersetzung. Jetzt können wir mal gucken, wo steht denn der Hausherr? Nicht? Also der Hausherr dieses sogenannten Himmelshauses, die Tierkreiszeichen waren früher die Himmelshäuser in der Klassik. Der Hausherr ist natürlich der Mars und der steht hier im Löwen. Der steht da auch nicht so gut bei 1832. Das ist nämlich ein Bereich aus der Sicht der Heldenreise, wo es um Tod, Stirb und Werde geht. Ja? Eigentlich eine ziemlich dunkle Phase innerhalb eines Films oder einer Geschichte, wo der Held meist durch eine echte Stirb- und Werdephase geht und mit ziemlich dunklen Geschöpfen ringt. Nicht? Das heißt also, der Hausherr, in dem sich hier die Sonne als Lichtspender, als Scheinwerfer, der ein bestimmtes Thema beleuchtet, der Hausherr, in dem sich die Sonne hier bewegt, der ist selber verstrickt. Der ist selber in einem Überlebenskampf. Und das sind jetzt die Feingrade, von denen ich hier rede. Ich rede jetzt nicht von Mitte Löwe, ich rede von den Feingraden, die hier sichtbar werden bei 1832. Habe ich alles in den Seminaren schon mal erläutert und mache ich immer mal wieder. Dieser Hausherr selber ist eigentlich, man muss es schon fast so sagen, fast ein ideologischer. Ja? Weil er ringt hier mit unsichtbaren Skripten und Matrixen. Und so als ein Mars, würde ich mal fast sagen, der hat es nicht so leicht. Und bei 1832 ist er noch nicht durch die Stirb- und Werdephase durch. Er ist sozusagen in Gefangenschaft unsichtbarer Skripte, die dazu tendieren, alternativlos zu sein. Das heißt also ideologisch angehaucht. Ja? Davon mal abgesehen, Mitte Löwe würde der sozusagen in dem Falle jetzt nicht optimal wirken. Das ist dann sozusagen die Erschaffung eines Königreiches mit Gewalt zum Beispiel. Weil im Löwen, wisst ihr ja, aus der Sicht der Heldenreisenastrologie, schon ein bisschen spät heute, deswegen rede ich manchmal so ein bisschen stockend, aus der Sicht der Heldenreisenastrologie ist der Löwe die Etappe des Werden eines Königreiches. Ja, das ist wichtig, das ist ganz wichtig. Okay, aber der Hausherr, was kann man noch über ihn sagen? Tja, der ist hier verbunden mit dem Saturn. Wieder massive Konfliktlage. Ich will es jetzt nicht im Detail erläutern, einfach in die Seminare kommen, da reden wir immer mal wieder über diese Themen. Und der ist natürlich über die Brücke des Saturn auch noch mit dem Pluto verbunden. Also das ist eine Weltgesundheitsorganisation, die mich persönlich etwas nachdenklich macht. Ich drücke es mal ganz vorsichtig aus. Ja? Weil die Sonne, der Lichtgeber, der ist in gewissem Sinne eingebunden, gefangen, in den Hausherrn, durch den er gerade unterwegs ist. Da wird es demnächst auch Seminare geben wieder, zwei Stück wahrscheinlich, weil ich da neue Facetten artikuliert habe, die manches wieder ein Stück, wie soll ich sagen, bildhafter machen. Der große Schlüssel, meiner Meinung nach, worum es immer wieder geht, Bildhaftigkeit. Das richtige Bild für eine Situation, für einen Zusammenhang, für einen Algorithmus und plötzlich gehen einem ganze Reiche auf, ganze Glühlampenwerke und man kann plötzlich mit Dingen arbeiten. So, die Sonne ist hier also in gewissem Sinne unter der Herrschaft, unter der Oberhoheit dieses Hausherrn. Und das ist ein stramm,
also fast schon radikal ideologischer, konfliktbetonter. Eigenartige Weltgesundheitsorganisation. Aber ein bisschen spricht er dafür, dass sie jetzt am, ich glaube, dem 21. bis 28. Mai in Genf, wo sich alle wieder treffen, soll ja der sogenannte Pandemievertrag weiter beraten werden. Und ich glaube, im gleichen Zeitraum nächstes Jahr 24 soll der beschlossen werden und dann verbindlich. Und der große Knackpunkt dieses Pandemievertrages ist ja wohl der, soweit ich das begriffen habe.